Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Fresher Killkong. Ja, ich dachte, ich nehme mal ein neues Video für euch auf. Es ist knapp, ja, ein halbes Jahr her, dass ich was hochgeladen habe. Liegt daran, dass mir einfach Black Ops 4 nicht gefallen hat und ja, erst seit knapp 2 Monaten Black Ops 4 wirklich wieder sehr gut geworden ist. Aber es soll eigentlich heute nicht um Black Ops 4 gehen. Nein, es soll um Modern Warfare gehen, um das neue, um den neuen Reboot der Serie. Und ich dachte mir, ich nehme zum Anlass dafür, während alle anderen natürlich ja, ganz normal Team Deathmatch oder sonstige Sachen hochladen, wird es heute bei mir darum gehen, ich werde Modern Warfare Remastered, also den ersten Teil der Modern Warfare Serie spielen, und zwar im Story-Kampagnen-Modus und das Ganze auf Veteran. Und ja, ich dachte, wir schauen einfach mal uns an, wie die alte Story war, dass wir vielleicht dann auch neue Vergleiche setzen können, wie die neue Story werden wird. Und wenn dann das neue Spiel da ist, wird es natürlich dann auch dazu was geben. Aber die Informationen, die wir bekommen haben, Captain Price ist wieder auch am Start. Captain Price und Solek wird auch da sein. Es wird halt hauptsächlich eine komplett neue Story werden. Also es hat nichts mehr mit den alten Modern Warfare zu tun, was wir jetzt hier spielen werden. Nein, es geht in eine komplett neue Richtung. Wird auch neue Themen ansprechen, wird neue Kriegs... Geschehen, auch moralische Sachen, wird sehr auf unsere Gefühle auch eingehen. Ja, mit Sachen, die sich halt wirklich mit echtem Krieg beschäftigen. Und dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was unsere Menschheit hier eigentlich tut. Und das hat ja Modern Warfare 1, 2 und 3 auch schon gemacht. Allerdings, es soll jetzt in einem neuen schon ein bisschen härter zugehen. Und auch mit Themen, gerade mit Kindern und so, also im Krieg alles passiert. Ich würde sagen, wir starten mal direkt in den Veteran-Modus. Ich weiß nicht, wie schwer es sein wird. Wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Let's go. Ja, was gibt's sonst noch so Neues zu mir zu sagen? Ja, eigentlich viel. Ich habe Black Ops 4 jetzt wieder angefangen und jetzt halt mit Modern Warfare möchte ich ein bisschen mich auch auf Modern Warfare Remastered einspielen. Wir schauen einfach mal an, wie die Story uns hier so gefällt. Ist bei mir auch schon ein paar Jahre her, dass ich die Story gezockt Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Das gute alte Schiff. Ich glaube, das war diese Mission im Dunkeln, glaube ich, oder? Faceplate hier, 24. Wir haben Ja. Sichtkontakt zum Ziel, noch 60 Die Sekunden. Mission war richtig nice Verstanden, damals. 2-4. Ja, diese Mission war auch geil. Also man muss sagen, die Grafik war damals schon sehr, sehr gut. Wurde natürlich fürs Remaster nochmal aufgefreshed, kann man sagen, aufgemotzt das Ganze. Ah, guter Captain Price. Gegner. Let's go. Brücke gesichert. Feuer einstellen. Gas bleibt im Vogel, bis wir das Deck gesichert haben. Over. Tür rein. Trupp zu mir. Treppe gesichert. Also ich muss sagen, ich habe das Tutorial jetzt schon vorher gezockt, weil das relativ langweilig ist. Letzte Runde. Weg ist er. Gang gesichert. Vorderdecke sichert. Grünes Licht für Alpha. Los. Also gerade auch in diesen ganzen Nachtsichtgeräten und was man da alles so hat, ist schon Weiter. ziemlich nice gemacht gewesen damals. Verteilen, 3 Meter Abstand. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Waffenfreigabe. Ja. Ziel neutralisiert. Weg. Also wir müssen, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, weil wir halt auf Veteran tatsächlich spielen. Und da wird schon, dann glaube ich, später ein bisschen krasser zugehen. Aber die erste Mission war noch relativ low. Ich glaube aber jetzt, da kommen sie. Wir haben Gesellschaft. Auf dem Schiff zu zielen ist auf jeden Fall. Hammer 2-4, wir haben Ziele im ersten Stock. Verstanden, wir greifen an. Ich weiß echt nicht mehr, wo man da hin musste. Bravo 6, Hammer hat kaum Sprit. Wir ziehen ab. Big Bird wird in 10 Minuten für die Evakuierung auf Station sein. Verstanden, Hammer. Warcraft, Griffin, haltet uns den Rücken frei. Alle anderen folgen.
Aber atmosphärisch konnte wirklich Infinite War konnte, oder Infinite Ward heißt ja quasi die Firma, die Kann-Story auf jeden Die Fall. spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Erstmal ein bisschen Level abgönnen hier. Freizeichen. Los! Wir sind ja Überprüfe eure Ecken. für die Veteranen, ne? Gut am Bewegung. Start sein. Die Ecken überprüfen. Rechts sicher. Links sicher. Gang gesichert. Vorwärts. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ich habe halt echt auch. Ja, boah. Puh. Ja, da merkt man halt, das ist halt ein Veteranen-Modus, ne? Aber ich soll hier nichts zu krass vorstürmen. Ja, moin. Da werde ich gut. Uff, Digga. Ich kann mit der MP5 ohne Heli aufsetzen, kann man auch nicht zocken, Alter. Was ist denn Treppe das? gesichert. Bewegung rechts. Jetzt mal hier so ein bisschen in Deckung. Ziel erledigt. Ja, Gang das gesichert. war schon besser. Links sicher. Überprüft eure Ecken. Vorwärts. Bereit halten. Auf jeden Fall. Freizeichen. Ja, Bin bereit. und das wird es auch wieder geben, die guten alten Waffen, die man schon. Blendgranate los. Los. Na, voll drücken. Gap Bry steht mir im Weg, ich blend uns selbst. Ja, moin. Ah, Junge. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich das ganze Game auch wieder daran schaffen werde? Weil, ich wäre jetzt schon auf den Sack. Überprüft eure Ecken. Erstmal die AK wieder Vorwärts. aufheben hier. Bereit halten, auf mein Zeichen. Bin bereit. So, die sind weg. Gebe Deckung. Weiter. Weiter geht's. Trupp zu mir. Keine Ziele in Sicht. Vordere Bereich sicher. Jo, alles sicher, Vorwärts. Nice. Nahe zusammenbleiben. Keine Aktivität. Gas, rechte Seite. Also im Multiplayer werde ich auch auf jeden Fall was machen. Jetzt warten wir auch erstmal die E3 ab. Ob es auf der E3 neue Informationen geben wird. Formieren. Bereit, Sir. Komm, uff damit. Los. Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Das habe ich halt immer gehasst, ne? Wenn der Computer quasi dir immer im Weg steht. Ich werde einfach vorgeschoben. Ne? Das ist schon. Vorwärts. Auch ziemlich nice. Liegst hier im Boden, der Computer schiebt dich einfach vor. Da geht's weiter. Irgendwo da vorne muss noch einer sein. Ich schleiche mich natürlich. Ah, ich wollte sagen, ich schleiche mich natürlich von hinten an. Oh, jetzt sind wir schon zweimal, ne, dreimal schon gestorben. Ah, alles klar, Digga. Jetzt wollte ich mich erteilen, stattdessen nerve ich einfach eine scheiß Blendgranate. Das weiß man halt auch noch nicht, ob dieses Selbstheilen im neuen auch dabei sein wird. Boah, Digga. Was die für ein Aim haben auch wieder ran, ne? Das ist wirklich, wirklich krass.
Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was. Junge, willst du mich verarschen? Ich spawn und bin direkt wieder tot. Als ob man. Man denkt, man spielt BO4 im schon wieder gegen Schwitzer Lobbys, ne? Digga. Komm, ist er tot? Ja, der ist tot. Okay, da sind wir echt in einer schwierigen Situation. Digga, ich prell gleich was, ne? Also, ich muss jetzt spawnen und direkt runter. Kein Bock, weil direkt hier ist einer. Oder... Alter. Von wo? Ich bin nur da gelaufen, der war doch nicht da gestanden, Digga. Spawnen hier ohne Ende, Digga. Muss hier echt aufpassen. Okay. Die Gegend ist clear, schon mal sehr, sehr nice. Ich empfange starke Signale, Sir. So. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Jo, das ist arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind passiert, schnell zu euch unterwegs. Nehmt mit, was ihr könnt und dann nichts wie raus da. Jetzt mal schauen. So, schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Alles klar, alle Mann nach oben, pronto! Wer denkt, dass ich gerade nur einen Cut gemacht habe, der irrt sich. Ich war gerade am See mit meinem Hund. Warcraft Griffin, wie ist euer Status? Sie sind schon im Helikopter, Sir! Feindliches. Mal draußen ist schönes Wetter gewesen, da dachte ich uns, wir fahren mal raus. An den See hat mal das Gameplay gestoppt einfach. Und da bin ich wieder. Für mich ein paar Stunden, für euch 2 Sekunden. So, schauen wir mal. Big Bird, hier Bravo 6. Wir sind auf dem Weg nach draußen. Marsch, Soldat! Wir hauen ab! Zu den Stegen, los, los, los! Jetzt müssen wir rausrennen, schnell. So. Wieder ausstehen, geh mir! Pass auf dein Korb! Los, los, schneller! Boah. Alles bricht auseinander! Na los, na los! Boah, Digga! Achtet auf die Rohre! Nein, diese falsche Richtung, Digga, warum? Ah, ich bin auch ein bisschen müde von der Sonne, muss ich sagen. Zu den Stegen, los, los, los! Bewegt eure Ärsche, los! Lauf, Forrest, lauf! Wieder ausstehen, geh dir! Pass auf dein Kopf! Los, los, schneller! Boah. Alles bricht auseinander! Das habe ich damals schon gehasst, weil irgendwie rennen die schneller wie ich halt. Das war knapp. Gerade noch hochgesprungen. Bereit, wir sind fast da. Welche Richtung? In welche Richtung ist der Heli? Ich muss hier ganz fix raus. Wir haben keine Zeit mehr. Los, komm schon! Ich weiß, ich habe keine Zeit. Ich habe Hunger, Digga. Wo bleibt die Pizza? Immer weiter.
Nein. Spring schon! Captain Price! Hab dich! Da ist er. Wir sind alle an Bord, los! Ab geht's, fliegen wir weg. Sauber, so Platz 6. Jo. Das war auf jeden Fall die erste Mission. Infinite World Present. Call of Duty Modern Warfare. Als Remaster könnte man mal weglöschen, dann wäre schön, weil da hätte man das neue Game. Aber wie gesagt, wir zocken jetzt auf jeden Fall mal die ganze Kampagne durch für euch. Von den alten Call of Duty. Und ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Beziehungsweise beenden das Video. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Tipps oder irgendwas wissen wollt zum Spiel, dann haut auf jeden Fall mal ein paar Infos raus oder schreibt in die Kommentare rein, was ich besser machen kann, was ich verändern soll. Wollt ihr vielleicht zwei Missionen an einem Stück oder soll ich jede der Missionen ein einzelnes Video machen? Wäre auf jeden Fall ziemlich chillig. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Glocke aktivieren. In diesem Sinne, euer Killkong, ich bin weg. Peace!